günstig fällt, dann sehen Sie sogar die feinen Adern in den Schwingen. Eine einmalige Kostbarkeit. Und was ist das hier? Was aussieht auf den ersten Blick wie eine Kralle? Das ist tatsächlich so etwas. Das ist die Spitze vom Bein eines Tausendfüßers, eines riesigen Tausendfüßers. 2,5 Meter lang, keine Tausendbeine, aber 60 und womöglich gefährliche Giftzangen, um Lurche und andere Amphibien zu erlegen. Der Topjäger des Karbonwaldes auf der Pirsch. Da bleibt nur die Flucht für unseren Lurch. Vierbeinig und schlecht zu Fuß. Sein Urahn, der Quastenflosser, steckt ihm noch in den Knochen. Doch die Jagd nimmt eine unvorhergesehene Wendung. Der Tatzelwurm hat andere Beute ausgemacht. Besser, wir verlassen das Karbon und seine wuchernden Sumpfwälder. Sie werden ohnehin wieder auftauchen, verdichtet und verwandelt, als Ruhrkohle für die industrielle Revolution. Dann wird in Jahrzehnten verfeuert, was in Jahrmillionen unter der Äquatorsonne gewachsen ist. Um ein Haar jedoch wäre alles anders gekommen. Vor 250 Millionen Jahren steht das Leben in Pangäa auf der Kippe. Der Superkontinent ist nicht sonderlich stabil, zeigt schon wieder erste Risse. Und da passiert es. Der Schatten des Unheils legt sich über die Erde. Das größte Massensterben aller Zeiten. Niemand weiß warum. Aber 98% aller Arten verschwinden. Auch die großen Libellen, die wir beobachtet haben. Eine Folge ungewöhnlicher Vulkanausbrüche mit Asche, Regen und Feuerstürmen. Oder eine extreme Eiszeit, die Tiere und Pflanzen in den Kältetod stürzt. Darunter viele, zum Glück nicht alle, unserer frühen Verwandten. Vierbeiner, die uns besonders nahe stehen. Oder hat eine Meteoritenbombe das Unheil angerichtet? Niemand weiß es. Das ungeheuerliche Massensterben vor 250 Millionen Jahren ist eines der großen Rätsel der Erdgeschichte. Nach der Katastrophe jedoch ist die irdische Bühne frei für neue Hauptdarsteller. Und schon bald bekommen sie ihren großen Auftritt. Das Zeitalter der Dinosaurier beginnt. Sie gehören zwar zu den Reptilien, also den Kriechtieren, aber den Kriechgang haben sie weit hinter sich gelassen. Großspurig nehmen sie das Land in Besitz. Da können andere nur bescheiden hinterher schnüffeln. Auch Deutschland wird Dinoland. Ein Steilhang im Wesergebirge in der Nähe von Minden. Der Paläontologe Klaus-Peter Lanser hat einen sensationellen Fund gemacht. Was man hier sehr schön sieht, ist die Art des permanenten Zahnwechsels. Hier haben wir hier den alten Zahn und da oben wächst schon der neue Zahn raus, der ihn dann eines Tages ersetzen wird. Die Größe von diesem Oberkiefer und die Länge dieser Rippe zeigt, dass wir es hier mit einem sehr großen Raubsaurier zu tun haben. Wie groß etwa? Das zeigt eine Skelettrekonstruktion im Naturkundemuseum von Münster. Ein Allosaurus, der bis an die Decke reicht. Und hier kann auch Bello seine Schnüffelei beenden. Der Raubsaurier ist gestellt.
Wie angewurzelt bleibt er stehen, streckt drohend seine krallenbewehrten Arme aus. Bello lässt sich nicht blenden. Er blickt seinem Gegner fest ins Auge. Erst die auswechselbaren Sichelzähne machen ihm Beine. Er sucht Unterschlupf bei Triceratops. Wir wechseln das Saurier-Territorium und machen einen Abstecher auf die Schwäbische Alb, nördlich der Donau. Die Berge zu unseren Füßen gelten als der Jurassic Park Deutschlands. Zu Recht. Denn hier kann man die abenteuerlichsten Sauriergeschichten aus der Zeit des Jura erleben. Damals, vor 150 Millionen Jahren, war das Gebiet der Schwäbischen Alb noch flacher Meeresboden, überflutet von einem warmen Schelfmeer. Und wir sind nicht die Einzigen, die es überfliegen. Flugsaurier kreisen hungrig über den Wellen, halten Ausschau nach Fischen. Und sie inspizieren die fremden Eindringlinge in ihrem Luftraum. Hier ist uns ein Rhamphorhynchus zugeflogen. Die Flughäute ganz deutlich zu sehen, sind aufgespannt zwischen dem langen, ganz langen vierten Finger und den Hinterbeinen. Dann hat er ein formidables Gebiss zum Fischefang. Und gesteuert wird mit dem Schwanz. Das ist tatsächlich so, denn unser Modellbauer aus München hat hier eine Fernsteuerung eingebaut und die ist auf Absturz programmiert. Auch unter Wasser sind die Saurier zu Hause, Ichthyosaurier zum Beispiel. Sie schwimmen wie Fische, aber ihre Ahnen sind vierfüßige Raubsaurier, die das Landleben aufgegeben haben. Ein Schritt, den später unsere Wale und Delfine nachmachen sollten. Ichthyosaurus aus dem Jurameer wirkt seltsam vertraut. Und tatsächlich wissen wir, wie es in seinem Innersten aussieht. Zähne so spitz wie Nägel. Dahinter die Nasenlöcher zum Luftholen. Riesige Augen für die Jagd in der Tiefsee. Und Vorderflossen, die noch den Knochenbau von Landtieren zeigen. Dann aber wird's persönlich. Unser elektronischer Doktorfisch diagnostiziert eine Reihe gebrochener Rippen. Die sind zwar wieder zusammengewachsen, aber deutlich versetzt und verdickt. Vielleicht hat ihn die Brandung erwischt und gegen die Felswand geschleudert. Typische Kallusbildung, würde der Orthopäde sagen. Es wird noch persönlicher. Ein Ichthyosaurierweibchen bei der Geburt. Das Baby hat gerade den Mutterleib verlassen und dabei gegen alle Geburtsregeln der Saurier verstoßen. Saurier sind Reptilien und haben bitteschön aus Eiern an Land zu schlüpfen. Aber Ichthyosaurier haben keine andere Wahl. Sie müssen ihre Jungen im Wasser gebären. Wie die Delfine von heute haben sie ihre Beine zu Flossen gemacht und sich ganz dem Wasser verschrieben. Die Parallelen sind verblüffend. Als hätte die Natur bei den Säugetieren dieselbe Karte nochmals ausgespielt. 100 Millionen Jahre später. Und wie, um es auf die Spitze zu treiben, ähneln sich sogar die Fressgewohnheiten. Nicht nur Delfine haben eine Vorliebe für Tintenfisch. Auch die Ichthyosaurier im Jurameer. Sie schlingen ihre Beute am Stück hinunter und gelegentlich würgen sie alles als Speiballen wieder heraus. Ein gefundenes Fressen für Paläontologen.
In versteinerten Speiballen haben sie die Reste von Fischen gefunden, von kleinen Saurierarten und eben von Tintenfischen. Das Jura-Meer mitsamt seinen Bewohnern ist vergangen. Nicht jedoch die Kulisse, in der sie lebten. Die mächtigen Unterwasserriffe des Jura scheinen heute direkt aus der Donau aufzusteigen. Auch nach 150 Millionen Jahren ist das Riff noch fest und griffig. Kein Korallenriff, sondern ein Schwammriff, aufgebaut aus ganz besonderen Schwämmen, die hart und haltbar sind. Doch seit dem Jura ging es abwärts mit den riffbildenden Schwämmen und heute scheinen sie von der Erde verschwunden. Wirklich verschwunden? Vor der Ostküste Australiens startet eine Suchexpedition nach den letzten Schwämmen dieser Art. Die Wissenschaftler vom Queensland Museum und Gerd Wörheide von der Universität Göttingen haben einen Verdacht. Im abgelegenen Osprey-Riff im Pazifik könnten sie fündig werden. Das Riff ist fast unberührt und die Forschungstaucher werden neugierig empfangen. Wie nicht anders zu erwarten, besteht das Osprey-Riff aus Korallen. Zudem wird es gut bewacht. Aber immer wieder öffnen sich dunkle Einlässe, die tief ins Innere des Riffmassivs führen. In solchen Höhlen, so hofft Gerd Wörheide, könnten die Juraschwämme überlebt haben. Dort, wo es für Korallen zu dunkel ist. Er sollte recht behalten. Nach mehreren Tauchgängen der erste Fund. Nicht gerade spektakulär, aber die Wissenschaftler sind begeistert. An den Höhlenwänden ringsum stoßen sie auf weitere Exemplare und vorsichtig nehmen sie ein paar Proben zur Untersuchung im Labor. Es gibt sie also noch, die Riffbauer aus dem Jura. Auch wenn sie sich in einen finsteren Winkel am Ende der Welt zurückgezogen haben. Die Schwammorganismen aus der Tiefe wirken filigran und zerbrechlich. Ganz und gar nicht wie hartes Riffgestein. Zudem sind sie von feinen Poren und Kanälen durchzogen. Aber wenn die Hohlräume mit Algen und Bakterien verfüllt sind, dann wird das Ganze fest wie Fels. Und überdauert Jahrmillionen. Die Schwammriffe des Jurameeres säumen heute noch das Donautal bei Beuron. Und hier im Aufwind vor den Felsen treffen wir auf Lebewesen, die seit dem Jura einen ungeahnten Höhenflug erleben. Schauen wir uns den Aufschwung der Vögel an. Donauabwärts im romantischen Altmühltal. Unter uns die ehemalige Bischofsresidenz, die Willibaldsburg bei Eichstätt. Hier im Jura-Museum wartet ein weltberühmtes Fossil. Geheimnisvoll beleuchtet, gesichert und bewacht wie eine kostbare Reliquie, der Urvogel Archaeopteryx. Die Versteinerung hat Beweischarakter. Sie ist der sichtbare Beleg, dass die Vögel von den Reptilien abstammen. Und dass Archaeopteryx sein Revier ganz in der Nähe hatte. Eine gute Gelegenheit, ihm etwas genauer auf die Flügel zu gucken. Da trägt er nämlich Krallen und seine Beute hält er mit den Zähnen fest. Leider seine letzte Mahlzeit. Wie es weitergeht, erfahren Sie gleich. Vertiefende Informationen zur Serie finden Sie im Begleitbuch Als Deutschland am Äquator lag. Jetzt im Handel oder im ZDF Onlineshop. Klingt merkwürdig, aber in den letzten Jahren hat man Knochen von kleinen, zweibeinigen Dinos gefunden. So haben die etwa ausgesehen. Gelaufen sind sie mit den Hinterbeinen.
Beute geschlagen haben sie mit den Armen. Dann kamen Federn hinzu, zunächst nur als Wärmeschutz, später dann wie bei Archaeopteryx zum Fliegen. Und Vögel sind überlebende Dinosaurier. Die einzigen. Irgendwie sind sie davongekommen, damals vor 65 Millionen Jahren, als ein Meteorit der Erde in die Quere kam. Über 10 Kilometer groß. Absturz im heutigen Mexiko. Schade um die Saurier, aber ein Glückstreffer für uns. Jetzt erst, ohne die übermächtige Konkurrenz, kann der Aufstieg der Säugetiere beginnen. Einen Augenblick noch. Die Bühne, auf der das alles spielt, hat sich verändert. Pangäa ist zerfallen und zerfällt weiter. Und wir sollten uns mal fragen, wer die Kontinente so verschiebt. Es sind Höllenkräfte unter Wasser. Aus dem heißen Erdinnern drängen Magmaströme nach oben und sorgen für Schubkraft. Klingt etwas abstrakt, aber das Prinzip ist in jeder Teekanne zu beobachten. Auch hier bilden sich Strömungen aus, hervorgerufen durch die flammende Hitze aus der Tiefe. Über den Teelichtern steigt die erwärmte Flüssigkeit auf. Und oben angekommen, verzweigt sie sich nach rechts und links. Der entscheidende Punkt. Denn was oben aufschwimmt, wird mitgenommen. Kekse oder Kontinente. Die Kontinentalplatten Amerikas und Afrikas treiben auseinander. Aber Afrika stößt zudem nach Norden vor. An vorderster Front die italienische Landmasse, die geologisch zu Afrika gehört. Wie ein Rammsporn schiebt sie sich gegen Europa und der Druck ist bis weit ins Landesinnere zu spüren. Noch vor den Alpen entstehen die Mittelgebirge, bezeichnenderweise längs der alten Naht, die einmal Pangäa zusammenhielt. Anderswo geht's abwärts. Zwischen Schwarzwald und Vogesen sackt der Rheingraben ein und läuft voll. Nicht übel, eine Meeresstraße von der Nordsee bis ins Mittelmeer. Dass hier Fische durchziehen, ist nicht verwunderlich. Sie haben alle Krisen überlebt. Rochen und Haie. Aber dann der Beweis für den rasanten Aufstieg der Säugetiere, eine Seekuh. Die Säuger haben bereits das Meer erobert. Die Meeresstraße durch Deutschland ist bis zu 100 Kilometer breit und alles andere als ein liebliches Gewässer. Anrollende Brecher höhlen die Felsenküste aus, hinterlassen glatt polierte Brandungskehlen und Ablaufrinnen. »40 Millionen Jahre später werden sie zum Naturdenkmal. In einem Steinbruch südöstlich von Mainz holen Paläontologen ein komplettes Brandungskliff ans Tageslicht. Als könne das tosende Meer jeden Augenblick zurückkehren, sich in zahllosen Strudellöchern verfangen und diese Kiesel noch runtermalen. Ein dramatischer Küstenabschnitt, den der Steinbruch Stück für Stück preisgibt. Und nicht nur dies. Er berichtet auch von den Alltagsdramen, die sich überall in der Meeresstraße abgespielt haben. Ein ausgebissener Haifischzahn. Und dicht dabei ein Wasservogel. Purer Zufall? Bedenklich immerhin, dass der Vogel ein abgebissenes Bein hat. Niemand weiß es mit Sicherheit, aber so könnte er es verloren haben, vor 40 Millionen Jahren. Der Steinbruch steckt voller lebendiger Geschichten. Man muss sie nur heraussieben aus all dem anderen Material, das hier abgelegt ist.
Aber Fossiliensammler sind geduldig und glauben an ihr Glück. Stopp! Harald! Ein Zahn vom Hai. Allerdings ärmlich im Vergleich zu Harald Stapps Paradestück. Ja, das schönste Zahn vom Weißen Hai, da ist mir nach jahrelanger Haijagd, ist er mir an der Siebanlage in der Sandgrube direkt vor die Füße gefallen. Und ich nehme an, da ist ein Kiefer, wo so Zähne drin hängen, dass der so groß war, dass der einen Mensch verschlingen konnte. Und dann Adams Rippe. Johann Adam erinnert sich. Und das bisschen Glück hatte ich, als ich diese Rippe gefunden habe. Und als ich diese ausgebuddelt habe, habe ich anschließend den Schädel gefunden von einer Seekuh. Das war hier in der Grube? Hier in der Grube, ja. Eine Fundgrube. Trotzdem müssen wir weiter. Die Erde ist in Bewegung. Und Großes bahnt sich an. Die Alpen türmen sich auf. 5 Millimeter wachsen sie jedes Jahr in die Höhe. Der Schub kommt aus Afrika. Nach wie vor drängt Afrika gegen den europäischen Kontinent. Schiebt unaufhaltsam Meeresboden und Erdschichten zusammen, presst sie in die Höhe. Und manche Gebirgsmassive werden einfach über andere hinweggeschoben. Die entstehenden Alpen jedenfalls blockieren den Zugang zum Mittelmeer. Unsere Meeresstraße fällt trocken. Wir lassen den Steinbruch unter uns, mitsamt seinen fossilen Meeresbewohnern und seinem Kliff ohne Brandung. Ein perfekter Aufstieg aus der engen Grube. Wir halten uns nach wie vor über dem Rheingraben, denn unser Pilot Hans-Georg Lutz steuert einen aufregenden Fundort an, in der Nähe der Gemeinde Eppelsheim. Was von oben ganz friedlich aussieht, ist die Heimat eines schrecklichen Ungeheuers. Im Jahre 1835 ziehen hier die Gelehrten Johann Kaup und August von Klippstein einen Riesenschädel aus der Erde. Oder um ehrlich zu sein, sie lassen ziehen. Fassungslos bestaunen sie die Backenzähne im Kiefer, groß wie Pflastersteine. Das Gebiss spricht für weiche Nahrung, aber ist selbst eine harte Nuss. Wer könnte damit gekaut haben? Vor allem die beiden Hauerzähne im Unterkiefer geben Rätsel auf. Wozu waren sie gut? Wem haben sie gehört? Ein Name ist schnell gefunden. Dinotherium giganteum, das große Schreckenstier. Aber jeder Gelehrtenkopf sieht in dem Riesenschädel etwas anderes. Der eine glaubt an einen Riesentapir. Der andere an eine Riesenseekuh. Oder gar an einen Riesenelefanten. Und die Lehrmeinung von heute? Fragen wir nach. Das Senckenberg-Institut führt am historischen Fundort eine Grabung durch. Und die Grabungsleiter sind zugleich die Noterien-Experten. Insbesondere Professor Oldrich Pfeiffer aus Prag. Mit Vergnügen war er in die Rolle des Johann Kaup mit Frack und Zylinder geschlüpft. Und jetzt verrät er uns das Neueste über das Schreckenstier von Eppelsheim. Die Dinotherien haben mit ihren nach unten gekrümmten Stoßzähnen sehr wahrscheinlich die Rinde der Bäume abgeschält. Ansonsten die völlig abweichenden Zähne in den Kiefern verraten, dass es sich um fremde Tiere handelt, die nicht mit den Elefanten sehr verwandt sind. Ich möchte gerne die Tiere mal sehen, wie sie aussahen. Aber gerne. Dinotherium giganteum. Wohnhaft im Rheingraben vor 10 Millionen Jahren. Das Grabungsteam vom Senckenberg-Institut hätte nichts dagegen, auf weitere Dinotherien zu stoßen. Aber Jens Lorenz Franzen hofft eigentlich auf nähere Verwandtschaft.
Er weiß, dass hier in der Gegend vor 10 Millionen Jahren schon Menschenaffen lebten. Im Uferwald des Urrheins. Zentimeter für Zentimeter wird das Erdreich durchforstet. Nach Gebeinen unserer kletternden Vorfahren. Wir wünschen viel Erfolg. Und auf geht's in die Gegenwart. Beinahe jedenfalls. Wir fahren in die Steinzeit vor 33.000 Jahren. Und wieder einmal zieht es uns auf die Schwäbische Alb. Denn hier, in den Bergen, soll ein genialer Künstler wohnen. In einer Höhle im Lohnetal. Wir kommen mitten in die Essensvorbereitungen. Fleischsuppe gibt's. In der Vogelherdhöhle. Die Steine aus dem Feuer sind glühend heiß und halten die Suppe am Köcheln. Kochsteine. Der Suppentopf. Nichts weiter als ein Rentiermagen in einer Bodenmulde. Da braucht es weder Herd noch Henkel. Kochkunst aus der Steinzeit. Conny und ihre Höhlengenossen haben sich ganz dem Steinzeitleben verschrieben. Messer, Kleider, Schuhe, alles ist handgefertigt mit jahrtausendealten Mitteln. Sogar die Suppenkräuter sind selbstgepflückte Eiszeitpflanzen. Eine Flöte aus Schwanenknochen. Bruchstücke wurden in der Nachbarhöhle gefunden. Und dann das berühmte Elfenbeinpferdchen. Unter den Händen des Steinzeitkünstlers und Schamanen nimmt es Gestalt an. In der Vogelherdhöhle auf der Schwäbischen Alb kamen die ältesten Elfenbeinschnitzereien der Menschheit ans Licht. Wozu sie dienen sollten, bleibt ungewiss. Waren sie Ausdruck von Würde und Autorität? Oder sollten sie als Totem magische Kräfte verleihen, den Jagderfolg über Pferde oder Raubkatzen beschwören? Kraftvoll und sicher im Stil. Die Werke eines genialen Künstlers, der sich selbstbewusst über die natürlichen Vorbilder hinwegsetzt. Mit seinen Geschöpfen aus Elfenbein. Geschaffen vor 33.000 Jahren, vor endlos scheinender Zeit. Aber im Maßstab unserer Reise ist das von der Gegenwart nicht zu trennen. Vor 450 Millionen Jahren waren wir aufgebrochen. Die Kontinente sind noch unbewohnt. Tiere und Pflanzen gibt es nur unter Wasser. Aber der Anblick der Erde ändert sich. Vor 400 Millionen Jahren bahnt sich die Kollision der Kontinente an. Vereinigung zum Superkontinent Pangäa. Als Folge des Zusammenpralls ein Hochgebirge. Zu seinen Füßen Karbonwälder mit Bewohnern. Vor 300 Millionen Jahren. Eine mysteriöse Katastrophe sucht Pangäa heim. Danach das Zeitalter der Saurier. Seit 200 Millionen Jahren zerfällt der Superkontinent in die Erdteile von heute. Ein kosmischer Steinwurf vertreibt die letzten Dinosaurier und schafft den Säugetieren Platz. Und schon hat uns die Gegenwart wieder eingeholt. Aber die Geschichte geht weiter. Afrika wird höchstwahrscheinlich das Mittelmeer zuschieben in den nächsten 50 Millionen Jahren. Neue Gebirge und Meere werden entstehen, mit Erdbeben und Vulkanausbrüchen als Begleitmusik. Die Glutschmelze aus der Tiefe treibt weiterhin die Kontinente an und wird auch die Lage Deutschlands verändern. Und Menschen? In 50 Millionen Jahren werden sie ausgestorben sein. Darauf kann man wetten.
Seuchen, Selbstzerstörung, Meteoriten. Die Erdgeschichte kennt viele Varianten. Der archaische Nautilus könnte es vielleicht schaffen, aber für uns bleibt nur eines. Machen wir was aus der Erde, solange sie uns noch hat. Chili und die V-Männer. Ein weiterer NPD-Funktionär soll für den Verfassungsschutz gearbeitet haben. Horrorpreise für Gemüse. In Italien ermitteln jetzt die schlechte Wetter. Viele Verbraucher aber wittern dahinter Abzockerei im Gefolge der Euro-Einführung. In Italien hatten ihre Proteste Erfolg. Dort ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. Statistiker sprechen gerne vom Warenkorb. Lucia Jaconelli in Rom hat schlicht und einfach weniger für mehr Geld in der Plastiktüte. Die Preise sind astronomisch hoch. Ich gebe viel mehr aus im Vergleich zum Vormonat. Mit der Einführung des Euros sind viele Preise gestiegen. Zufall? Im Vergleich zum Jahresbeginn kosten Tomaten mit Kilopreisen bis zu 5 Euro das Doppelte. Für Blattsalate zahlen Italiener bis zu 50% mehr. Zucchini ersteht man besser nur noch stückweise. Verdreifacht hat sich der Artischockenpreis. Auberginen, Karotten, Blumenkohl könnte man auch in Gold aufwiegen. Einfach zu teuer, schimpft sie. Angeblich ist der Frost schuld an den hohen Preisen. Mandarini. Teure Mandarinen, Apfelsinen, Äpfel, wieso ausgerechnet die? Extrem geringer Niederschlag und Frost plagen Italien von der Poebene bis nach Sizilien. Aber Fachleute sagen, nur bei Freilandanbau, beispielsweise Radicchio, wären Preiserhöhungen gerechtfertigt. Für manche Käufer steht fest, Spekulation ist dabei. Zwischen Hersteller und Käufer halten zu viele die Hände auf. Mehrere Staatsanwaltschaften haben Ermittlungen aufgenommen. Palästinenser Präsident Arafat gerät zunehmend in die politische